Selbe Stelle, wieder hier in Mass Effect 3 mit mir, dem Punkt. Wir haben die letzte Dating-Sim-Folge erfolgreich abgeschlossen und jetzt geht's endlich, ach, wir müssen jetzt ja wieder zurückfliegen, zur Citadel. Und das DLC, worum ich am meisten Angst hatte, wann es endlich anfängt und so, werden wir jetzt endlich anfangen. Aber wir werden erstmal so schön zurückfliegen. Oh, unser Treibstoff reicht sogar. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Dass wir das schaffen? Das hätte ich nicht erwartet. 100%, 100%. Ich bin mir nicht sicher, ob hier irgendwelche neuen Gebiete dazugekommen sind, die wir noch nicht erkundet haben. Ich hätte ganz oben bei, da wo die Milchstraße steht, hätte ich gerne eine Anzeige. Wie viel wir frei haben, wie viel Prozent wir in dieser Galaxie hier haben. Hätte ich wirklich verdammt gerne. Ich will jetzt hier erstmal irgendwo auftanken. Sollte ich lieber warten mit dem Auftanken? Ach, was soll's, wir riskieren es und tanken einfach einmal komplett auf. Hier war doch bestimmt irgendwo eine... Ach, nein, hier war keine... Ach, ich habe keine Ahnung, wo hier so eine Treibstoff... wo so ein Treibstoffdepot ist. Wir fliegen jetzt zur Citadel und fangen das Citadel DLC jetzt richtig an. Wie gesagt, das DLC, wo ich andauernd Angst habe, also aus Versehen einfach so reinzustolpern. Ich sollte damit noch ein bisschen warten. Wurde mir ja gesagt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie lange ich warten sollte. Deswegen, wir machen erstmal Landgang, bevor wir in Andersons Apartment gehen. Benötigen Sie ein Transportmittel? Wir fangen bei den Botschaften an. Die Navigation wird aufgrund der Anzahl von Flüchtlingsschiffen im Dockbereich zunehmend schwieriger. Ja, aber solange wir ankommen, ist es mir relativ egal. Öffne die Tür. So, gucken wir jetzt mal, ob wir hier irgendwas geben können. Ah, Javik! So ein Alien sieht man jetzt nicht sehr oft. Tolle Aussicht, was? Während unseres Krieges wurde dieser Ort für mein Volk zum Mythos. Ein Traum aus Gedächtnisscherben. Die Citadel war das Herz unserer Zivilisation. Und ihr Untergang. Und wir konnten hier halten. Begann der Angriff der Reaper, richtig? Niemand, den ich kannte, hatte die Citadel je gesehen. Jetzt hier zu stehen, ich weiß nicht. Das mag unbedeutend klingen, aber ein Proteaner steht auf der Citadel und er lebt. Das allein ist schon ein Sieg. Mag sein. In den dunkelsten Stunden haben wir Geschichten über die Wunder dieses Ortes erzählt. Der Sitz unseres Reiches. Die Macht über Welten. Die Galaxie gehörte uns. Heute haben hier viele Spezies Botschaften. Sie teilen also wirklich die Macht mit anderen? Es ist nicht perfekt, aber es bewahrt den Frieden. Meistens. Hanna. Verzeihung. Diese Person hat zugehört und vermutet, dass sie ein Proteaner sind. Ein Hanar. Ich erinnere mich an ihre Art, da waren sie noch kleine Fische im Ozean. Diese Person ist unwürdig. Sie hat das Antlitz eines Entflammten geschaut. Sie halten ihre Spezies für ihre Götter. Schade, dass wir ihnen sprachlich so wenig beigebracht haben. Sind Sie wirklich ein Proteaner? Ja. Aber wenn Sie den Krieg verloren haben... Welche Hoffnung bleibt an uns? Vielen wird wohl gar nichts bleiben. Die Reaper haben in meinem Zyklus Billionen getötet. Wir sollten ihn besser aufhalten. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber noch leben sie. Das allein ist schon ein Wunder. Und sie haben die Kraft zu kämpfen. Mein Volk kannte sie, als sie noch jung waren. Turianer, Asari, Hanar... Sie alle hatten Potenzial. Jetzt schön die Wahrheit müssen sie das ausschöpfen und zur Waffe werden, wie es ihnen vorbestimmt ist, damit die Reaper wissen, dass wir keine Maschinen sind. Wir leben und wir setzen uns zur Wehr. Danke. Das bedeutet mir viel. Commander Shepard, es muss eine Ehre sein, dass ein Proteaner an ihrer Seite kämpft. Ja, andersrum, dass ich an... Das Regal. Er findet sich langsam zurecht. Javik ist einer der besten Soldaten, die ich je gesehen habe. Der Commander ist auch ein fähiger Krieger.
für einen Menschen, der einst in Höhlen gelebt hat. Danke, das ist aber nicht nett. Ich habe meine Zeit hier genossen, mitten unter den jungen Leuten. Hey, das sind 50.000, ja. Ach, damit ist der Landurlaub für Javek wohl vorbei. So, den können wir nicht reden, den können wir nicht reden. Wir hatten hier jede Menge Leute, die bei irgendwas wieder andrehen konnten. Ich habe nur keine Ahnung, wer das alles war. Den hatten wir schon mal was angedreht. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Oh, Samira ist gleich hier nebenan. Ich hatte gehofft, Sie kommen. Ich bleibe nicht mehr lang. Was machen Sie auf der Citadel, Samara? Ich wollte mich wohl verabschieden. Valair ist sicher. Und Rila ruht. Ich musste mit Ihnen reden, bevor ich in den Kampf ziehe. Es gibt niemanden, der uns in unseren letzten Stunden besser anführen könnte als Sie. Die Galaxie wird stolz auf uns sein. Wir haben die größte Flotte der Geschichte. Beeindruckend. Die meisten hätten dieses Bündnis für unmöglich gehalten. Aber Shepard, vergewissern Sie sich von der Stärke Ihrer Truppen, bevor Sie losziehen. Das werde ich. Was tun die anderen Justikarinnen für den Krieg? Die meisten sind zu Hause und versuchen, Tessia zu halten. So wie unsere Chancen stehen, wird es unseren Orden nach diesem Krieg nicht mehr geben. Sind sie nur so wenige? Wir waren nie viele. Wir müssen darauf vorbereitet sein, uns zu opfern, falls es erforderlich ist. Waren Justikarinnen sinnvoll, wenn alles so endet? Die Justikarinnen sollten Ordnung in einer Welt schaffen, die darüber aber nur lacht. Man ist allein und führt ein Leben, das so hart ist, dass es oft Schmerzen bereitet. Aber ich bereue das Leben für den Kodex nicht. Halten Sie davon, was Sie wollen. Okay. Ich habe nie gefragt, ob Ihr Kodex beim Kampf gegen die Reaper helfen kann. Sie sind wie jeder Feind. Zeigen Sie keine Gnade und keine Schwäche. Der einzige Unterschied liegt in der Größe. Der Kodex ist zu strikt für derlei kleine Unterschiede. Sehen Sie das auch so? Sie haben einen Reaper auf der Citadel und einen auf T'Chanka getötet. Daran nehme ich mir ein Beispiel. Kommt Valair in dem Kloster zurecht? Oder was davon übrig ist? Wir haben uns unterhalten, es wird nicht leicht. Aber wenn jemand überleben kann, dann Valair. Es war schön, Sie wiederzusehen. Vielleicht sollte eine Justikarin nicht so viel Wert auf Familie legen. Sie hat doch schon so alles geopfert. Es freut mich, dass alles gut ist. Zum Glück hatte Valair einen so klaren Blick. Ohne ihr Eingreifen hätte sich das alles völlig anders entwickelt. Vielen Dank. Gern geschehen, gern geschehen. Viel Glück, Samara. Für Sie auch. Ich weiß nicht, ob Sie an sowas glauben. Aber die Göttin sei mit Ihnen, Shepard. Uns beide erwartet bald die Feuerprobe. Danke. Ja, wir haben ja schon den Segen damals von Zane erhalten. Damals, sage ich schon. Das ist noch gar nicht so lange her. Ach, Mann. Oh Mann, das wird ziemlich berstig noch, glaube ich, gegen Ende. Was? Sie sagten doch, das sei unmöglich. Wie haben Sie das angestellt? Ich habe mit Freunden gesprochen, einige Gefallen eingefordert und bin ein paar Nächte länger aufgeblieben. Ich war nicht sicher, ob es klappen würde, aber alles ist in Ordnung und Ihre Tochter reist morgen nach Tessia ab. Eine Begleitung kommt mit, um dafür zu sorgen, dass sie ihre Verwandten auf der Heimatwelt auch tatsächlich erreicht. Danke. Vielen Dank. Sie sollten die Zeit bis dahin mit ihr verbringen. Ich kümmere mich um den Rest. Für den Gefallen solltest du sie mindestens mal zum Essen einladen, also wirklich. Das ist ein verdammt großer Gefallen, kann ich da nur sagen. Klingt schon wieder so falsch, mal zum Essen einladen, ne? Hey, Shepard. Wenn Sie hier sind, fühle ich mich gleich sicherer. Alle laufen rum wie in Trance. Oder humpeln wie ich. Ob wir je wieder so wie früher werden? Nein. Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Vielleicht sind Citadel, Udina, Krieg, Familie,
Haben Sie bei Ihrer Arbeit für Udina nie... Komisch. Das hatten wir, glaube ich, schon mal alles. Gut, zurück an die Arbeit, Bailey. Arbeitsschwein, tu deine Arbeit. Jetzt, sofort. So, bevor wir beim Spectre-Zentrum gehen. Hier hinten ist nichts. Das Botschafterbüro ist geschlossen. Beziehungsweise Ratsmitglied ist ja gestorben. Das Ratsmitglied, der Rat... Ja, egal. Nachrichtenterminal? Es gibt ein neues Terminal hier? Schön, dass Sie okay sind, Shepard. Ach, Miranda. Miranda, was ist los? Ein Treffen war nicht möglich. Die Citadel ist im Moment zu gefährlich. Ich habe von dem Putschversuch gehört. Ja, Udina hätte mit Kai Leng fast die Macht an sich gerissen. Kai Leng? Der schmierige Mistkerl lebt noch? Er lebt und steckt mittendrin in dieser Sache. Das verkompliziert die Lage. Ich werde vorsichtig sein. Also, ich habe nicht viel Zeit. Aber ich weiß, was mit meiner Schwester ist. Wo ist sie? Das weiß ich noch nicht. Aber mein Vater war definitiv dafür verantwortlich. Okay. Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um. Miranda. Shepard, hören Sie zu. Ich werde von Cerberus-Attentätern gejagt. Es sind viele. Ich muss mich bedeckt halten. Was? Warum? Es gibt ein Gerücht. Vielleicht ist es mehr, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Sicher was Großes. Oh Gott. Warum sollte Ihr Vater für den Unbekannten arbeiten? Arschcam. Vor allem jetzt. Mein Vater will unbedingt sein Vermächtnis bewahren. Vermächtnis? Er will in die Geschichte eingehen, damit seine Dynastie einen Platz in der Ewigkeit hat. Und der Unbekannte hat ihm ein Angebot gemacht? Ganz genau. Was immer mit Ihrem Vater vorgeht, es ist nichts Gutes. Wir müssen das aufklären. Ja, sicher, aber ich muss das selbst erledigen und aufhören, von meinem Vater davonzulaufen. Sind Sie sicher? Ja, ich kann erst wieder klar denken, wenn Ori sicher ist. Seien Sie vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen. Könnten Sie's? Nein, könnte ich nicht. Okay. Aufenthaltsort von Din Korlak. Der aktuelle Aufenthaltsort vom Botschafter Din Korlak ist unbekannt. Die geometrische Analyse ortet ihn im Moment an keinem öffentlichen Ort. Seine letzte bekannte Position war sein Büro, in dem Bereich in der Nähe der Menschenbotschaft. Werden wir gleich nochmal gucken. Wollen wir schon irgendwas kaufen? Ultraleichte Materialien? Nee, wir sparen lieber unser Geld. Und halten mal Ausschau nach diesem Botschafter, nach diesem Verräter. Wenn der hier irgendwo in der Nähe sein soll, dann muss das ja hier irgendwo, ne? Vielleicht mal. Warum läuft der denn da? Das sieht verdächtig aus. Was machen Sie da? Wo wollen Sie hin? Ach, er ignoriert mich. Verdammt. Da kommen wir nicht mehr rein. Ja, können wir vielleicht Baby auf den Typen mal ansprechen? Vielleicht versteckt er sich ja auch genau hier irgendwo. Hey, ohne dass Baby was weiß. Es sind dunkle Zeiten. Jetzt zum Zug der Krieg. Alle. Nein, immer noch dasselbe. Sehr merkwürdig. Vielleicht versteckt er sich auch hier irgendwo in der Masse. Das da ist er. War das nicht ein Volus? Ich habe schon keine Ahnung mehr, welche Rasse sich bei dem Botschafter gehandelt hat. Belauschen? Nein, geht auch nicht. Samara, können wir immer noch ansprechen? Hallo, Shepard. Okay. Leben Sie wohl, Samara. Ja. Nein, nein, hier ist niemand. Nein, das ist er. Oder das. War der Volus? Ja, Soundbug. Ja, das war er, Commander. Ich muss hinein. Spectre-Angelegenheit. Ich öffne das Büro, wenn Sie bereit sind. Ah, okay. Gut. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part. Das war's für mich, euren Punkt. Danke fürs erneute Einschalten. Tschüssi.